Ja,
Schade, ey, aufhalt wieder zurück! Ball ist gespielt! Dreht euch! Alex direkt! Alex, nächster, auf, weiter geht's! Hier, außen läuft er lang. Ey, Hulk, du musst mit außen. Zeig, Mann! Ja, super, weiter, Jungs! Ja,
Sag, Tito! Nix, Alter! Servus. Chicks! Chicks! Keine Fahne? Aufpassen, aufpassen, reinhören!
Alex, Achtung! Und das dabei, komm, das dabei.
Come on.
Die ist rot, Junge. Ja klar ist das rot. Hey, aber Johannes, komm, Ordnung! Geht euch, Jungs, auf geht's! Wolltest du den Ball anschauen, oder was? Hand, ja. Sieht ist. Hey. Jetzt! Ja, immer noch! Jawohl! Sieg gegen die DJK Würzburg, höherklassige Mannschaft im Toto-Pokal. Ich gehe davon aus, dass der Trainer sehr zufrieden ist. Dass wir das Spiel gewonnen haben und wie wir es gewonnen haben, bin ich mit Sicherheit sehr zufrieden, zumal doch auch einige Stammkräfte heute gefehlt haben, aber die aus der zweiten Reihe, wo heute von Anfang an gespielt haben, haben es wirklich hervorragend gemacht. Also von daher großes Kompliment. Ein bisschen Wermutstropfen
ist dabei, weil eigentlich wollten wir gar nicht weiterkommen so richtig. Mhm. Also ich zumindest nicht. Aufgrund der Urlaubszeit gehen wir ein bisschen auf den Zahnfleisch, was das Personal angeht. Und haben jetzt am Wochenende zwei sehr wichtige Spiele. Von daher hoffe ich, dass es unseren Rhythmus jetzt nicht durcheinander würfelt, sondern dass wir dann ja, mit der gleichen Energie am Wochenende, hoffe ich, dreifach punkten können, beziehungsweise sechsfach dann insgesamt. Das klingt nicht so, als hättet ihr mit dem Sieg gerechnet heute, ne? Naja, denen ist immer alles zuzutrauen. Also gegen Heidingsfeld waren wir natürlich der absolute Underdog, aber auch da muss ich sagen, haben wir nicht so unverdient gewonnen. Da waren wir, muss man aber auch dazu sagen, in absoluter Bestbesetzung. Also selbst die Bank war top besetzt. Heute mussten wirklich Spieler auch aus der zweiten Reihe mit aufs Feld. Und von daher ist die Leistung mit Sicherheit genauso hoch anzuerkennen. Und ich glaube, die DJK hatte jetzt zwei sehr erfolgreiche Wochen. Von daher waren wir gewarnt. Ja. Ich glaube, diese Underdog-Rolle liegt uns scheinbar ganz gut. Verdienter Sieg? Letztendlich, wir haben die Tore gemacht. So ist es. Ich meine, die erste Halbzeit, gerade in der Anfangsphase, war die DJK doch ein bisschen stärker, aber das war auch so ein bisschen der Matchplan, den Gegner kommen lassen, nicht zu früh anlaufen. Und dann hat sich ja bewahrheitet, dass wir unsere Chancen kriegen. Und dann haben wir sie heute wieder gemacht, haben wenig zugelassen in der zweiten Halbzeit. Von daher denke ich, im Großen und Ganzen auch verdient weitergekommen. Ja, in dem Sinne, verdienter Sieg, glückliche, schöne Tore, ein Grund zum Feiern. Ja, einen richtigen Grund zum Feiern brauchen wir selten, also wir feiern auch so, aber wenn wir solche Spiele gewinnen, dann wird natürlich doppelt gefeiert. In dem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Jo, danke sehr und weitermachen. Danke. Fällt mir, danke. Danke. Ja, da kommt sowas dabei raus. Und ich sag, absolut verdient, wir haben absolut verdient gewonnen. Wir haben uns danach den Zweikämpfen den Schneid abgekauft. Wir haben uns läuferisch, kämpferisch den Schneid abgekauft. Ja, wir waren in allen Belangen waren wir unterlegen. Das Einzige, was wir nicht unterlegen waren, war ein bisschen arrogant, ein bisschen die Bälle, wo wir versucht haben, drei, vier Stationen laufen zu lassen. Das war aber besser. Aber der Rest war alles los. Die komplette Hilfe. Ja, Mann! Hey, 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 hey! Alle! 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 Absoluter! 99! 99! Jeder weiß! Alle! 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 Mit der Wand nach dem Meer! Ja, das ist die Erfte! Sieger, Damensieger! Hey! Hey! Wir werden gerade gefilmt, wir kommen ins Fernsehen. Mo, du hast die einmalige Chance, deiner Mannschaft etwas zu sagen. Hallo? Ich muss dir noch etwas sagen, aber. Pfannkuchen! Gut! Gut, Moritz. Ganz toll.